Hellas, ich bin wieder da, nur für euch. Ich präsentiere Ihnen jetzt eine So-Folge. Und zwar von dem aktuellen Konzert, was hier auf Kiez stattgefunden hat, in der großen Feier 36. Wo Dynamite Deluxe mal wieder gezeigt hat, was die wert sind. Und ich glaube, die Leute haben ein Problem damit, dass Dynamite jetzt erstmal nicht mehr auftreten wird. Dass sie sich zeitweise wieder aufgelöst haben. Aber es war auch immer würdiger Abschied von Dynamite und von Hamburg zu Dynamite, also echt krass. So. Sam, der hat ja ohnehin so das Talent, dass er sich jedes Mal übertrifft. Auch wenn man glaubt, der hat schon das Limit erreicht, aber das schafft er jedes Mal wieder. Na gut, jetzt guckt euch die B-Ware an und dann kommt auch noch ein ausführlicher Konzertbericht, denn in der Mancher TV-Folge. Hamburg, alle da oben, die will sich wie kommen. Ey, ey, deine Ziele waren groß und wollte so oder so viel. Und sie ist hier, Sammy Deluxe, zurück wieder mit dem dieser. Das ist laut. Das ist laut, Hamburg. Was ist laut? Das ist laut. Das ist ein guter Kampf, Hamburg. Mal sehen, wie kommst du auf Ernst zurück? Kennt ihr den noch? Sag, fest mich bitte auf aus diesem Albtraum. Ey, wir leben in dem Land, in dem der Schranken stehen, als es will, wie mehr Mauern als Brücken. Stimmen uns negativ und die alten fragen, warum rauchen täglich weak, warum sind wir? Und alle Leute in Hamburg immer so depressiv, wir sind gegen Zahl und gegen von Leben und Tod. Gegen von Schildern, die uns sagen, betreten verboten. Türken nach dem Karren ins Leben nehmen, mit dem Pullen im Leben stehen, um Probleme auf dem Weg zu gehen und gegen von dir Aussagen, die alles so lachen, blabern, die Kalligkeit und den Verlusten pumpen, die Schlafgarder, die von Kinderschändern, die Grammar für Bier und Krieg, genau wie die Scheißnacht, den Ausbau, der der Erde liegt. Hat diese Stadt möglich nicht mehr zu liegen, nach ein paar Millionen Arschgesichter mit einem Fressen voller Hämorrhoiden, die meisten ganz sehr zufrieden. Ich bin nicht sehr zufrieden, passt eure Brust oder warum seid ihr hier geblieben? Ich muss mich von den ganzen Schlammschwänzen abgrenzen, all die ganzen Hackfressen, die mich jeden Tag stressen. Die gleichen Leute an der Spitze, die sich sagen, es sind Minderheiten, werden zum Meer gekostet. Und trotzdem fress mich bitte auf aus diesem Wald. Menschen leben von lauter Bäumen im Wald. Man versucht uns ständig einzuleben, selbst auch wirklich wäre im Wald zu leben. Fress mich bitte auf aus diesem Wald. Ich und du und er und sie und es drin. Ich bin der Typ, der kurz nach mir mit der Party schon geht, weil ich nicht feiern kann, solange ich hier im Babylon lebe. Weil ey, wir haben einen miesen Kahn. Ricky Monty, wir fahren verwaltet von Bürokraten, die keine Gefühle haben, kontrolliert von korrupten Kopf, die auf der Liste sind. Verdächtige Suche nach rassistischen Statistiken. Sind von diesen wenigen, die jetzt zu spät zu richten sind. Mit Firmen zu gönnen, die uns zu spät zu richten. Scheiß auf Mann und Fallen, PKW, steht vom THC. Wir haben bald alle. Und du schaust doch auf dein EKG, bevor dein Herz stoppt. Nix macht, sind jetzt welche, die trotzdem jetzt vor. Ey, Gehirnwäsche pur, rund um die Uhr. Vater Staat schlägt und vergewaltigt Mutter Natur. Scheiß Politiker dienen der dunklen Seite wie Darth Vader. Haben in Mauritam und circa ein Quadratmeter. Keine eigene Meinung, noch den eigenen Ratgeber. Schwachsinnige Scheißträger, setzen die Sprachfehler. Ich will eure Hände sehen und ich stirb so laut, weil das in die Erde weht. Hamburg, setz mich bitte auf aus diesem. Menschen sehen vor lauter Brände, wenn man versucht, so ständig einzugehen. Selbst auch möglich wäre, ihn frei zu leben. Setz mich auf aus diesem. Menschen sehen vor lauter Brände, was sagt Frau Merkel dazu? Ich glaube, ich ruf sie mal an. Sagst du ihr, Angie, ich schau dir doch Hamburgs Jugend mal an. Ein drittes Jammer doch in der Mund auf ihrer Playstation. Zweites Drittel feiert im Access als Brave Nation. Abhängig von deutschen Pharmazeutischen Erzeugnissen. Von denen ich wusste, was diese Scheißdrucke bedeutete. Das dritte Drittel hängt jetzt der Kino rum auf deutschen Straßen. Im 30. Jahr ziehen sich schon die zweiten Zeug in die Nase. Keine Ziele und Träume haben. Lass in meinem Kopf und warum kann die Leben nicht weiter als heute Abend. Denken zu los, wie das über den Tempel noch neu starten. Scheiß drauf, ob sie bald sterben. Werde schon alt werden. In diesem Land sind wir. Der Schrank ist länger, das Wege wie wer. Mauern als Rücken. Stimmung ist negativ für die Alten, darum brauchen wir täglich Mühe. Deshalb sind wir und meine ganze Generation so sicher in die Idee, oder? Fress mich bitte auf aus diesem Alter. Menschen sind wohl unverfreundlich. Der Mann versucht uns ständig einzureden. Ich höre euch nicht, ich sag, fress mich bitte auf aus diesem Alter.
fuck up, wake up! Hamburg ist in euch gern, wake the fuck up, okay, from the fuck up. Es kann auch lauter gehen, es geht, wake the fuck up, okay, from the fuck up. Hey, und noch ein letztes Mal, wake the fuck up, okay, from the fuck up. Gefallen und ihr seid heiß darauf, denn meinen neuen Dreiteiler zu sehen von dem Konzert, den ich euch bei Manchmal TV präsentiere, wo ihr die Hammer Show sehen könnt. Und für die Leute, die nicht da waren, Pech gehabt, ich war da, ich hatte meinen Spaß. Und die da waren, die wissen, was ich meine. Also angucken, ne?